Moin Leute und willkommen zurück zu One Piece Unlimited World Red. Ja, wir gehen dahin. Ja, das ist schon okay. Also im letzten Part haben wir ja im Punk Desert haben wir das Eisland erkundet ein bisschen. Und jetzt erkunden wir noch ein bisschen das Feuerland. Und ja, ich nenne es Feuerland. Wir können trotzdem noch den Anführer wechseln. Egal. Wir lassen jetzt zwar mal Zoro. Das passt schon. Ja. Mal sehen, was es da noch alles zu erkunden gibt. Also wir haben ganz bestimmt noch nicht alles gesehen hier. Wir waren ja hier eine kurze. So, Items, gibt es hier keine. Das sieht auf jeden Fall nicht so aus. Von da sind wir gekommen, hier geht es weiter, oder so? Ja. Und dann gehen wir jetzt da mal nach links. Das müssen wir sowieso. Ja, jetzt können wir auch hier durch. Also hier haben wir ja die Raffen da gegangen. So verlässt sich hier uns auch nicht. Moment, wo sind wir hier? Nee, ich will jetzt nicht da durch. Wir gehen auf. Was ist das? Egal. Wo durch? Ja, hier. Ich hoffe, wir finden da irgendetwas Interessantes, das uns weiterhilft. Ja, da. Keine Ahnung. Okay, da ist es. Der Tod? Ja. Geht das Feuer jetzt immer an und aus? Ah ja. Jetzt können wir hier geradeaus, da ist etwas.
wollen machen. Habe ich gerade diese Attacke gemacht? Moment, Moment, Moment. Status. Was hätte das gewesen sein können? Keine Ahnung. Wir probieren es nochmal kurz aus. Was ist das? Naja, egal, egal. Können. Doch nicht egal, also mache ich das wirklich. Moment nochmal. Ich muss da auf X bleiben. Da oben ist noch jemand. Können wir da noch Ruffy hin? Das sieht nicht so aus. So. Da drücken wir einfach mal. Todeseichhörnchen. Okay. Naja. Wo gehen die durch? Da geradeaus müssen wir. Island. So, komm schon, könnte dann nicht mal irgendetwas Interessantes kommen. Ah, Holzblock haben wir bekommen. Ah, sehr schön. Wir brauchen da noch mindestens ein Stück, damit wir da etwas Schönes freischalten. Das ist auch eines. Rostiger Schrott. Hier können wir noch etwas bekommen. Reis. Was will ich mit Reis anfangen? Ja, dann gehen wir hier mal. Gegner? Ich glaube, das wieder Vorder. Ja, hör auf anzugreifen. Hör auf die Luft anzugreifen. Das könnte noch gefährlich sein. Moment, bist du von hier gekommen? Was ist das? Wenn ich in der Stadt bin, B drücke und dann noch A, dann verwandle ich mich in einen Ballon. Ja. So, was sind wir hier genau? Das ist genau die
falsche Richtung hier durch den See. Ja. Da hinten können wir noch eine Runde angeln. Werden wir auch gleich machen. Egal. So, warten wir da schon mal. Sehr schön. Und jetzt machen wir noch das Bonus. Ich habe ein gutes Gefühl. Das Bonus, der Bonus, den Bonus, was auch immer. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Angelzeit, ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Was? Alter, ich habe es perfekt. Ja, komm. Ja, du kannst mich mal. Also ich habe gesehen, ich habe zwar eigentlich alle mehr oder weniger perfekt gemacht. Oder super, was auch immer. Aber man hat trotzdem noch keine hundertprozentige Chance darauf. Man hat trotzdem keine hundertprozentige Chance darauf, den Fisch trotzdem zu bekommen. Aber da ist es noch was. Ups. Oh. Ich habe ihn noch nicht mal angegriffen, der ist ja verliert. Oh, naja, wir gehen jetzt mal da durch. Wir brauchen immer noch so einen Holzblock. Also, wir können da geradeaus. Okay, jetzt kommen wir einfach in. Ja, jetzt kommen wir einfach da rein. Ja, toll. Egal, vielleicht sind wir ja jetzt etwas. Scheiße. Also ganz ehrlich, das sieht definitiv nicht danach aus, als würden wir hier irgendetwas finden. Obwohl hier, ja, hier hat ja der Kampf gegen Caesar stattgefunden. Der andere lebt auch noch, mein Gott, Zoro. Mach doch mal was. Also darauf kommen wir nicht. Ja, da können wir nur runterfallen. Auch gut. Aber ja, sonst ist hier eigentlich auch nichts. Also gehen wir jetzt da erstmal zurück. Ich denke auch, dass wir in. Ja, das ist nicht so. Okay, das ist die Schatzhöhe. Haben wir ja bereits schon ergattert. Gehen wir hier den richtigen Weg, jawohl. Und dann da vorne mal rechts. Okay, eben, diese Part ist jetzt auch relativ langweilig. Ach. Oh.
von Zoro erreicht. 4, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Egal. Ja, also langweilig. Es ist nichts Spannendes. Nichts, was die Story irgendwie beeinflussen würde oder so. Dem haben wir einen Befehl. So. Also wir gehen jetzt wieder zurück. Können wir das Teil aktivieren? So. Ja. Und ich hoffe, dass wir da in der Stadt jetzt irgendetwas Neues machen können. Nächstes. Also mit dem meine ich, dass wir die Hauptstory weiterfahren, also mit der Hauptstory weiterfahren können. Wenn nicht, ist es ein bisschen blöde, aber ja, es passt schon irgendwie, hoffe ich. Trendstown. Also die Taverne ist da. Wir gehen aber zuerst mal hier rein. Ruhen uns mal aus. Also auch für die Apotheke haben wir da nicht genug. Wir brauchen noch einen Holzblock und ein Schießpulver, um die Fabrik zu bauen. Ja. Ach ja, und dass die Apotheke da drin ist, das liegt daran, dass ich mich etwa 5 Minuten offscreen ein bisschen die Stadt angeschaut habe. Ja, da habe ich halt die Person gefunden, die mir das gesagt hat. Piratenpunkt. Wir haben 280. Wir können das nicht machen. Wieso nicht? Also wir machen jetzt einfach mal die Mäusejagd, damit wir die Holzkohle da bekommen. Ja, also das spielt jetzt echt keine Rolle. Also das geht ja eh nicht lange, da gibt es keine Gegner, nichts. Also, wenn ihr wollt, oder das Beste sowieso, wenn ihr ab jetzt eigentlich einfach ausschaltet, aber das werde ich noch in diesem Part reintun. Ja. So, ohne Grund. Also, wir brauchen diese Viecher da. Ja, Moment. Komm her. So, jetzt müssen wir einfach das hier immer perfekt. Ja. Das passt schon. Kein Bonus, ja, das spielt auch keine Rolle. Also eines haben wir auf jeden Fall bereits. Da unten sehe ich gerade noch zwei. Gehen wir zuerst mal auf den da. Ups. Ups. Ja, trotzdem gefangen. Aber ein paar haben mir gefällt. Kein Bonus. Ja, wie gesagt, er spielt. Also, ich glaube, er spielt keine Rolle, wenn wir ihn sowieso gefangen haben. Auf jeden Fall ist hier der dritte. Ja. Innerhalb 10 Sekunden haben wir den gefangen. Passt. Eben, alles langweilig hier.
Ich mache das nur, damit wir den Holzblock da bekommen. Aber dann brauchen wir immer noch Schießpulver, so viel ich weiß. Aber das finden wir irgendwie. Sehr schön. Größe plus... Aha, okay. Und, wie groß ist er jetzt? Ja, auch nur 76 cm. Naja. Ah, scheiße. Gut. Also, dann haben wir jetzt unsere 5 Stück. Und die Mission wäre beendet. Ach so, diese Münzen, damit man diese Felder freirubbeln kann, muss man diese Münzen suchen gehen. Okay, ja, gut zu wissen, ne? Und ich Idiot habe da einfach immer A gedrückt oder so. Naja, auf jeden Fall wissen wir das jetzt. Also hier können wir es nichts mehr machen, ne? Nope. Dann gehen wir mal auf die Rubelkarte. Zorro. Okay. Ja, egal. Ja, eben wegen der. Im nächsten Ziel brich auf und suche nach deinen Freunden. Ja. Eben das ein bisschen sehr weit hergeholt. Genau, wir haben. Das habe ich ja auch noch gezeigt. Irgendwo hier. Wo ist das? Hier. Samenfeld. Okay. Können wir noch nichts ernten? Schade. Karte. Ja, also theoretisch gesehen, das Einzige, was wir da überhaupt machen können, ist mit dem Schiff. Also, eben einfach auf. Punk Hazard gehen, aber sonst haben wir da auch nichts anderes, was wir tun könnten. Ja, ich werde mich offscreen da vielleicht ein bisschen. Nee, nicht vielleicht. Ich werde mich erkundigen. Und ja, dann sehen wir weiter. Auf jeden Fall beende ich den Part jetzt mal hier und wir sehen uns dann im nächsten Video.